Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Live. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar nicht zu irgendeiner Folge, sondern zu der letzten Folge, meine Lieben. Und zwar zum großen Finale in Live 3. Ja, das Ganze ist live auf Twitch, deswegen nicht wundern. Es wird ein bisschen hin und her gehen und hoch und runter und überall und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir sind alle vier live und ja, haben jetzt nochmal die Möglichkeit, ein bisschen zu arbeiten, ein bisschen was zu schaffen, zu machen, zu tun. Das kann jeder selber entscheiden, was er mit der Zeit anstellt. Ich verkaufe jetzt erstmal noch ein bisschen Mehl, guck mal meine Lagerbestände durch. Das wird so das Hauptaugenmerk sein, weil irgendwelche Felder jetzt noch ansehen oder sonstiges macht natürlich keinen Sinn. Ne? Muss man ganz klar sagen. So, aber erstmal fahren wir zum Mehl runter. So, dann wird es so sein, dass es auf jeden Fall auch noch eine Challenge geben wird. Die wird sehr interessant werden, glaube ich. Es wird ein bisschen anders. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Ihr könnt mir natürlich jetzt hier auch in dem Chat noch Tipps geben. Was soll ich noch machen? Was können wir noch tun? Wir können mal schauen, was wir von den New Holland Traktoren noch bezahlen können. Da habe ich noch einen Plan. Und zwar, wartet mal, da habe ich sowieso noch einen Plan. Was hast du? So. Eriksson? Hallo! Hallo! Boah, Sauerei! Ja, also Entschuldigung. Was ist denn jetzt passiert? Folgendes, und zwar, ich wollte mal ganz freundlich fragen, ob ihr beiden am eurem Händler da unten seid. Weil ich nämlich gleich bei euch bin und wollte mal was fragen. Ja, klar, kommt vorbei. Ist das in Ordnung? Ja, natürlich. Schön. Ja, ich muss euch nämlich noch was erzählen. Aha. Nichts Schlimmes über mich jedenfalls. Gut, tschüss. Jo, tschüss. So, okay. Wir fahren jetzt erstmal runter und checken nochmal die Lage ab. So, dann, meine lieben Freunde, ist es so. Dann ist es so, dass natürlich ihr hier jetzt auch eine Abstimmung machen könnt. Ne, nicht jetzt, sondern später dann, wenn alles zusammengezählt wird. Macht ihr eine Abstimmung, das Team macht eine Abstimmung und wir machen gegenseitig eine Abstimmung. Ne? Das können wir aber, wenn ihr wollt, auch zusammen machen. Gut, so sieht es auf jeden Fall erstmal aus. Kredit zurückzahlen, Umfrage, ob du gewinnst. Ja, jetzt chillt mal, wartet mal. Ne? Wir müssen mal gucken, was wir jetzt noch Schönes anstellen. Es wird alles nicht so einfach werden. So, ach du schöne grüne Neune, ich sehe es gerade hier. Naja gut, pass auf, dadurch, dass wir jetzt live im Stream sind, auch nochmal wirklich vielen Dank an Schwalb für deinen Resub 21 Monate. Und Binsgauer haut einen Fuchs raus, Alter. Ich mache jetzt, ich weiß, dass es immer nicht so schön ist. Ich mache jetzt aber mal die Alertbox an, hier im Stream, weil es eben live ist, weil es auch das einzige Live-Event ist, was wir quasi mit Live 3 gemacht haben. Wir waren ja nie live, wir haben ja nie gelivestreamt. Mit diesem Projekt, das ist das allererste Mal, deswegen mache ich jetzt auch mal die Alertbox an, Binsgauer. Sorry, dass das jetzt nicht angezeigt wurde, traurig, dass live aufgehört hat, ich hoffe aber, dass True Farming weitergeht, Gruß aus Franken, Dankeschön mein Lieber, das ist wirklich sehr, 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 sehr nett von dir, Dankeschön. So, pass mal auf, jetzt hauen wir erstmal das Mehl hier raus, gut. Sehr gut, sehr gut. Zap, zap. Ja. Wir können natürlich schauen, welche Felder erntereif sind. Das ist natürlich ein sehr guter Ansatz. Oh, ja, ich wusste eigentlich, dass wir die nicht mehr fertig kriegen. Oh. Da muss ich aber mal ganz dringend eine Meldung anrufen. Ja, mache ich gleich. Mache ich gleich. So, okay. Dann. Den anderen Anhänger noch. Den anderen. Muss ich noch eine Runde fahren. So. Hallo Björn. Moin Guido. Oh, pass auf. Ja, pass auf. Hier ist starker Anhängerverkehr. Sehe ich. So. Okay. Habe ich nicht gesehen, wie viel wir gekriegt haben. Ich glaube, ich hatte 359. Hey.
So, wartet. 23.000. Okay. 23.000 und jetzt kriegen wir nochmal. Wie viel kriegen wir jetzt nochmal? Dauert ein Stückchen. Und 36.000. 23 und 36 sind 59. 59.000. Warte, dann müssen wir den Ackermann. 59.000 sind 25, 26, 27, 5, ne? Ne, 28, 5. 59.000 sind 29, 5. So rum war's. Genau. 29.500. So sieht's aus. Überweisen. Okay, perfekt. Gut. So, moin, moin, moin. Pass auf, Jungs. Ich habe eine Frage. Wie viel Geld ist denn noch offen für die schönen blauen New Hollands? Sekunde. Sekunde, Sekunde. Das hatte ich in letzter Woche doch geschrieben. Ja, ich weiß es nicht mehr. Muss auch einmal nachgucken. Ja. Guido. Ja. Beim nächsten Mal kannst du hinten komplett aufmachen. Dann brauchst du nicht den Kornschieber nehmen. Da ja, ich schneller. Weiß. Ja, ja, hab ich gesehen. Also, hier haben wir es. Es waren ja 367.000 gesamt. Ja. 100.000 haben sie mit den Raten abbezahlt, plus die Sonderzahlung mit 80.000. Ja. Kommen wir da überein? Ja. Das ist das, was ich mir hier notiert habe. Ja. Das macht dann noch 180.000 ebenfalls. Nee, 320.000 hast du gesagt, oder? 367. Ach, 67, okay. Also nochmal 180.000. Yep. Björn, ich habe mal eine Frage. Yep. Wenn ich das komplett mit einmal ablatz. Yep. Was ist dann? Können wir da irgendwie noch ein kleines Rabattchen mit reinhauen? Dann machen wir 175. Die 7.000 habe ich hier sowieso jetzt schon nicht dazu gerechnet. Von den 367, dann nochmal 5.000 runter, also 12.000 Rabatt nochmal. Scheiße, ey. Ich hätte eher so an 160 gedacht, ey. Das kann ich nicht machen, da zahlen wir drauf. Weil ich muss noch zwei andere Sachen. 170 können wir noch machen, aber mehr können wir nicht runtergehen, weil wir dann drauf zahlen würden. Ja, Mann, ey, scheiße. Wir können auch 150 machen und dann IAC-Zahlung nehmen. Echt? Aber wie viel kostet denn der IAC? Ich weiß gar nicht. Da würdest du wahrscheinlich noch 10.000 für kriegen. Wir würden dir sogar 15.000, 20.000 dafür geben. Aber, also jetzt als Zahlungnahme. Aber ich weiß nicht, ob du den vielleicht für deine Stelle brauchst, weil ausmisten, und der hat dir immer gute Dienste geleistet. Das ist deine Entscheidung jetzt. Du wolltest ihn damals deswegen nicht verkaufen. Ja gut, also pass auf, 180.000 habe ich euch ja schon gezahlt. Dann machen wir so, ich zahle nochmal 170.000, wie du gerade gesagt hast, und dann passt das so, okay? Oder 150.000 in IAC. Ach, scheiße. Na, also sowas sagt man aber nicht. Oh, glaub mir, das können wir zwar machen, aber mein Rat an dich wäre, irgendwann brauchst du den IAC nochmal. Und ich meine, den IAC, der kostet kein Geld, aber. Und ein Hoflader kostet das Doppelte, wie du für den jetzt auch kriegst. Ja, komm, pass auf, dann machen wir so. Dann machen wir die 170.000. Ich überweise euch 170.000, wenn das okay ist. Okay? Dann machen wir das so. Es ist mir nämlich sehr recht, weil dann kann ich mit euch nämlich schuldenfrei in ein neues Leben starten. Das können wir machen. Ja, weil soll ich euch was sagen? Kommt der Schluckspecht ja schon wieder mit seinem Deutz. Soll ich euch was sagen? Ja? Heute ist mein letzter Tag. Bitte? Wie? Du ziehst um? Ich höre auf. Ja, ich höre auf. Warum das denn? Ja, keine Ahnung. Ich mache oben am Hof, ich räume noch zusammen, ich hau ab, ich verpiss mich. Aber du hast doch quasi gerade erst angefangen. Ja, ich weiß, aber es ist doch nicht so meins. Macht dir der Herr Schwugelle, Schwugelle oder wie er heißt, nee. Zu viel Ärger? Nee. Das können wir doch ändern. Nee, alles gut. Den beim nächsten Wahl halt nicht. Wie gesagt. Na gut, aber eben, ich habe mal eine Frage. Habt ihr noch
Nee, ihr habt auch keine Möglichkeit, jetzt noch, noch ein paar Sachen zu verkaufen für mich. Ich hab dann einen Haufen Mist und Gülle und so ein Zeug, was eigentlich weg könnte. Was ist denn mit der Biogasanlage? Hat das Unternehmen nicht eine Biogasanlage? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Den Mist hätte ich halt auch gern verkauft. Das Problem ist, ihr müsst mal aufladen und wegfahren und naja. Weiß ja nicht, ob das was für euch wäre. Wollen wir ihm da helfen? Ich würde sagen, ja, können wir machen. Können wir machen. Oh, ja, super. Also es sind so 67.000, ne, von der Menge. Wir sagen, wir haben endlich, wie viele Tonnen wir verladen haben, und dafür geben wir dann pro Tonne 200. Okay, so machen wir. Super. Dann danke ich euch vielmals. Na? Immer gerne, immer gerne. Dankeschön. Alles klar. Ciao. Bis dann, ciao. Warte, dass er aufhört, ne? War ein guter Deal. Bin ich mir sicher, war ein guter Deal. Wir haben nochmal 17.000 oder wie viel Rabatt das jetzt gerade waren. Ich glaube, um die 17.000 Rabatt haben wir uns jetzt nochmal gerade rausgegönnt. Milch verkaufen, das wird ein Problem. Müsste ich Mesa anrufen. 5 geschenkte Abos und... Warte mal. Moin. Mesa, hallo. Jo, ich bin's, Guido. Ach, Guido, was geht's? Und wie geht's dir? Ach, ich sage dir, du, Stress ohne Ende, aber sonst geht's mir gut. Okay. Ja, schön. Pass selbst? Auf, folgendes, und zwar, ich habe mal eine Frage. Ich würde gerne Milch verkaufen. Ja. Jetzt ist die Frage, kaufst du an oder kann ich da irgendwie, wie kriege ich die los? Nee, also ich kaufe keine Milch an. Meine Fabrik wird gerade gesäubert, die Milchtanks. Mhm. Die kriegst du über meine Käserei los. Ja, aber das Problem ist, ich bräuchte mal deine Milch. Du hast so einen Milchtransporter. Würde ich dir ausleihen. Ja. Okay, sehr gut. Ich muss mal kurz gucken, ob noch was drin ist. Der steht beim Fritzel. Ja. Entschuldigung, wer ist ein Fritzel? Beim Guido. Fuck. Der Guido ruft gerade an übrigens. Beim Hilden. Ich guck mal kurz rein, ob es frei ist. Dann kannst du es dir da holen, ja. So machen wir es. Warte kurz, ich sag's. Bleib kurz dran. Ist leer. Ich stell's dir vorne an die Straße, ja. Super, das ist lieb von dir. Jo. Danke. Danke, Max. Jo, ciao. Und dann ciao. Einfach bei dir oben in die Bude rein, oder was? In die Käserei, ja. In die Käserei, okay, alles klar. Gut, ich danke dir vielmals. Tschüssi. Jo, ciao. Da ist er, der Max. Ja. Asku, schönen guten Tag. Ja, moin, servus. Ich habe eine Frage, und zwar Felder noch zu ernten. Wird das zufällig gemacht? Also ich weiß nicht, ob das vielleicht dieser Auftrag gerade noch aktuell schon bei Ihnen aufgetragen wurde. Wenn Sie mir mal ein Feld oder eine Feldnummer nennen. Ach oder so, oder nee, warten Sie mal ganz kurz. Ich sehe es gerade. Nee, das geht ja gar nicht. Aha. Nee, hat ja erledigt. Die sind noch gar nicht reif. Herr Regner, wir haben bei Ihnen gerade ein paar Felder noch angesät. Also die 35, die 22 und 23 zum Beispiel. Hm. Wurden heute früh schon erledigt. Hm. Aber wie würden die dann noch ernten? Sie würden die noch ernten? Wie soll denn das gehen? Ja, wenn sie gewachsen sind, ne? Ach so, ja, aber ich glaube, ich weiß, ich bin nicht mehr so lange hier im Dorf, ne? Ach so. Ich gehe. Davon hat der Hausmeister aber heute früh beim Kaffee... der Hausmeister. Der Bürgermeister, entschuldige. Erzählen Sie dem das bloß nicht. Nee, ich weiß schon. Ja. Alles gut. Ja. Der Hausmeister. Okay, ich überweise mir jetzt 5.000 und sage es ihm. Nein, Spaß. Vielleicht lasse ich da mal Gnade vor Recht ergehen bei der nächsten Storno-Abrechnung. Ja, das wäre gut. Storno ja, kommt auf jeden Fall, ja. Ja, Herr Regner, ansehen haben wir jetzt erstmal nichts, außer Sie
Wir hätten noch ein Feld irgendwie. Ich hab mal, ja, ich hab eine andere Sache. Und zwar, ich muss mal schauen. Ich muss tatsächlich mal schauen. Es könnte sein, ich hätte noch eine größere Transportarbeit. Das geht so schief hier, das weiß ich jetzt schon. Moment. Also, ich bin mir aber nicht so sicher. Das passt. Ich glaube, ich habe noch. Könnten Sie 100.000 Liter Zwiebeln für mich verkaufen? Ich gehe mal davon aus, dass wir das können. Okay, dann würde ich, dann wäre es sehr nett, wenn Sie 100.000 Liter Zwiebeln laden würden und diese verkaufen könnten. Das wäre super. Da wäre ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Wenn Sie mir von sehr helfen. Wo nach wo? Von Ihrem Hof? Von meinem Hof zum Zwiebelverkauf. Genau. Genau. Und können Sie mir. Achso, ja, genau. Nee, das wäre gut. So, sagen Sie mal, wo kriege ich den. Ach, na, Käserei, das ist ja auch wieder da unten. Also unsere Mitarbeiter gucken schon, irgendwie, wenn Produkte an mehreren Stellen zu verkaufen wären. Wo das Beste ist. Genau. Ah, super, perfekt. Ja, dann machen wir das so. Die Eigenständigkeit habe ich denen schon beigebracht. Dann das wäre toll, wenn Sie dann Zwiebeln verkaufen könnten. Da wäre ich Ihnen dankbar. 100.000 Liter. Oder alles, was drin ist. Und Sie können ja gerne mal Ihrem Mitarbeiter sagen, wenn der gerade laden möchte, dass bevor der die Zwiebeln lädt, soll der mich bitte unbedingt mal anrufen. Ja. Das wäre sehr lieb, weil dann kann ich gleich mal gucken, was noch drin ist. Wissen Sie? Ja, mache ich. Danke Ihnen. Bis gleich. Bis gleich. Wiederhören. Bis gleich. Tschüss. So, hier. Feld braucht Dünger. Sehr gut. Ach, die schönen Felder. Alle angesehen. Können wir nicht mehr enden, ey. Sehr, sehr schade, ey. Jetzt müssen wir natürlich auch schauen. Jetzt müssen wir natürlich auch schauen, was wir mit dem Dings machen, ey. Was macht er denn? Ah, die laden. Die laden den Mist. Super. Okay, die laden den Mist. Das ist ja klasse. Hallo? 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 Servus. Ihr ladet schon schön? Ja, sicher. Ey, wisst ihr, was ja auch nochmal ein Highlight für mich gewesen wäre, bevor ich abreiß? Das rote Monster mal zu fahren, das wäre ja geil. Das rote Monster? Ja, den Bauernschreck. Den Bauernschreck. Ja, vielleicht darfst du es ja gleich mal eine Runde. Oder pass ist auf, das der hier? Nee. Doch, nein, da vorne. Der steht vorne dran. Ach, der ist das? Ah, ja, ich sehe es gerade. Krass. Pass auf, wenn du möchtest, hängen wir dir ab, dann fahren wir eine Runde mit dem. Okay, warte mal, dann kannst du den New Holland abspannen, dann würde ich mal tauschen. Ja, natürlich. Dann fahre ich mal schnell die Milch weg, da kann ich ihn mal testen hier, wie der abgeht. ...1500 PS, ey, da ist was los. So, danke dir, Björn. Ja, Olaf. Thema. Alles gut. So, da gucken wir mal. Oh ja. Alter. Fährt zwar nur 40, aber dafür wahrscheinlich auch Kerzen gerade den Berg hoch. Lol. Er fährt halt einfach Vollgas den Berg. Alter, wie krass ist das denn? Das ist ja wirklich heftig. Sehr, sehr cool. Okay, dann fahren wir jetzt mal die Milch weg. Ich meine, für die Milch werden wir aber ein paar Pappen kriegen hier. Im Endeffekt. Das wird ja nicht das Ding sein. Ja, die Zwiebeln verkaufen, das verkaufen, hier verkaufen. Ja, das ist ja auf jeden Fall ganz angenehm. So, der Feger. Schön Platz gemacht, perfekt. Sehr gut. So. Okay, ja, wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, denn wir können auch jederzeit zu einer Challenge abgeholt werden. Das ist nämlich auch noch das Ding. Das ist auch noch das Ding. Ansonsten Sachsenkev, Dankeschön für 13 Monate. Anftel, Dankeschön für 5 Monate. Vielen, vielen Dank. Daniel für 9 Monate. Brandy für 13 Monate. Und Ragequit, Dankeschön für 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Neue Sub-Icons natürlich auch für euch. Zumindest für Ragequit mit 6 Monaten. Dankeschön. Und mit 9 Monaten der Daniel auch.
Ja. Ja, meine lieben Freunde, ansonsten können wir natürlich uns auch ein bisschen unterhalten über das neue Projekt. Und zwar, ja, was wird das neue Projekt sein? Der Nachfolger, es ist ja nun raus, wird Survivor 2. Es ist tatsächlich so, dass es mit Survivor weitergeht. Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Freue ich mich auch sehr drauf, freue ich mich wirklich sehr, 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 sehr drauf. Und bin auch sehr gespannt, muss ich ehrlich sagen, wie sich das ausgehen wird. So, wegen Fleisch können wir natürlich auch gucken. Wir haben auch für Survivor 2 was Schönes vorbereitet für euch. Also, wartet mal ab, da wird was Cooles kommen. Und ansonsten versuchen wir uns natürlich wieder, die maximalste Mühe zu geben bei dem Projekt. Und für euch was richtig Cooles zu machen. So. Also bei Survivor, lasst euch da bitte wirklich überraschen bei Survivor 2. Da kann ich euch nicht erzählen, wer ist da dabei und so weiter. Ich meine, Physis ist dabei, das ist klar. Chris, Dankeschön für 2 Monate. Aber ansonsten lasst euch wirklich überraschen. Schade, dass es zu Ende geht. Ja, man muss aber sagen, wir haben das Projekt viel, viel, viel länger gemacht wie geplant. Ne, das müssen wir wirklich sagen. Also wir wollten eigentlich nur so 40, 50, 60 Folgen machen. Ne, zwischen 50 und 60 Folgen, irgend sowas in der Drehe. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Milch auch bei mir drauf geht. Warte mal, ist es jetzt hier? Boah, das gibt gut Geld. Boah, das gibt nochmal richtig gut Geld. Saugeil. Das ist ja mega. Das hätte ich jetzt im Leben nicht gedacht. Boah, 25.000, ja moin. Ach, Famous, leider wieder mit RP. Famous, da wird sich nichts dran ändern. Ich meine, wir brauchen ja nicht um heißen Brei reden. Klar wollen einige natürlich auch so dieses, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es muss ja uns auch Spaß machen und dieses so komplett sinnlose Hoch- und Runtergefahre auf dem Feld und so weiter. Und ich meine, klar, unser Real Farm fand ich sehr cool, war ein sehr cooles Projekt, muss man sagen. Aber ich finde halt einfach, das Projekt, der Landwirtschaftssimulator ist weit über 2 Jahre alt und man muss sich was einfallen lassen, um da quasi was den Leuten zu bieten, um das interessant zu gestalten und alles. Finde ich. Also so, das ist so meine Meinung. Ansonsten, wie gesagt, wir haben halt überlegt, Survivor 2, ja, nein, was machen wir und so weiter. Aber der erste Teil kam halt so gut bei euch an. Da haben wir uns halt sehr, sehr gefreut. Und wie gesagt, auch hier Live 3, das Merch, den Pullover. Das Motiv gibt es noch im Shop unten in der Videobeschreibung. Kommt ihr direkt zum Shop. Und oder hier Ausrufezeichen Shop könnt ihr auch eingeben. Das wird es jetzt noch 1-2 Wochen geben. Und dann wird das auch aus dem Shop verschwinden. Und ja. Welche Map Survivor 2 wird, alles nix Auskunft. Lasst euch überraschen. Was ist mit Dynasty? Dynasty wissen wir nicht, ob es da einen Nachfolger geben wird. Weiß ich nicht. Jetzt ist erstmal Survivor 2. Survivor 2 wird uns genug Nerven kosten. Weil wir wollen das Projekt natürlich sehr, sehr schön für euch gestalten. Ja. Dadurch, dass wir mittwochs eben auch Moment. Hallo? Ja, schönen guten Tag. Joe Bommel vom LU. Ach, wir grüß wollten dich. Eine Transportfahrt haben. Ja. Ich bin gerade bei Ihnen am Hof und wollte gerade erfragen, was genau. Könnt ihr mir mal sagen, was im Lager ist, bitte? Das wäre super. Also was jetzt im Lager sich befindet, das wäre nett.
Ja, ich switch mal kurz durch. Nur 100.000 Liter Zwiebeln habe ich jetzt gerade gesehen. Sonst nichts weiter? Kalk noch. Wie viel? Und Dünger. Kalk 33.936. Ja. Dünger 14.494. Ja. Und Häckselgut auch 100.000. Okay, dann wäre es schön, wenn sie erstmal 100.000 Zwiebeln wegfahren, danach die 100.000 Häckselgut. Ja, Mischration ist auch noch drin mit 54.000. Können Sie die 54.000 bitte... Moment. Könnten Sie... Moment, Moment. Das wäre super nett, wenn Sie das machen würden. Können Sie die Mischration bei mir in die Kühe reinschmeißen? Ein Anhänger einfach voll. Ja. Oder sag mal 20.000, mehr nicht. 20.000 mehr nicht. Ja gut. Und dann die beiden 100.000, also Häckselgut und die Zwiebeln wegfahren. Genau, Häckselgut und Zwiebeln verkaufen. Aber erst die Zwiebeln bitte. Alles klar, machen wir doch. Danke Ihnen vielmals. Jo, danke auch. Ciao. Ah, okay, die erste Fuhre Mist ist auch schon weg. Super, das passt ja. Das passt ja klasse. Dann stelle ich das mal hier hin. Das gute Stück. Ach, das schafft er. Der kann ja doch niemals da reinkippen. Herr Bommel? Ja? Ich glaube, das wird nichts. Vergessen Sie es. Hören Sie auf. Nicht mehr laden. Aufhören. Okay. Kippen Sie es mal wieder rein, weil das wird nichts. Weil Sie kriegen das doch niemals... Naja, Sie kriegen das doch niemals in den Dings gekippt. Naja, ich habe Schubboden. Ach so. Kommen Sie da rein? Ja, dann probieren Sie es. Komm, dann probieren wir es. Aber rückwärts wieder raus. Nicht vergessen. Aber wenn es ein Schubboden ist, ist es natürlich gut. Oh, warte. Schön sachte. Uiuiui, was ist denn jetzt los? Nee, müssen noch ein bisschen gerade... Gut. Ja. Upsala. Oh, schön sachte, genau. Ja, perfekt. Genau. Super. Perfekt. Schubboden ist das aber nicht. Nee, nicht wirklich, aber ist trotzdem alles reingekommen. Gut, passt. War 10.000. Ja, reicht. Okay, dann fahre ich mal noch ein bisschen Wasser. Wo ist denn mein Wassertrailer? Ich hätte doch so einen Wassertrailer. Hab ich doch gekauft, oder? So, stellen wir den mal weg hier. Ach da, genau. Okay. Können wir den mal hier reinparken? Das ist, denke ich, ganz vernünftig. So. Okay, das sollte auch passen. Wir könnten die Wolle natürlich verkaufen. Jetzt ist die Frage, wie? Wie verkaufen wir die Wolle? Höchstens Herrn Bommel vom LU noch mal fragen, der uns irgendwie dann die Wolle noch mal. Der hat natürlich auch nur so einen kleinen Anhänger, ne? Muss man auch dazu sagen. Gut, wenigstens ein LKW. Ja, meine Schafis, ich weiß. Wie sieht's denn eigentlich bei euch aus, meine Lieben? Ach gut, denen geht's gut, perfekt. Aber den Kühen geht's auch gut, muss man auch dazu sagen. Also die haben alles, die haben wirklich alles. Wasser wird langsam leer, aber das können wir ja jetzt nachfüllen. Das ist ja überhaupt kein Thema. Und da sind die auch wirklich gut versorgt. Meiner Meinung nach. Ist ja auch noch Mischration im Lager. Das passt also auch. Ja. So, das können wir abladen hier. Okay. Dann fahren wir hier nochmal ein, zwei Ladungen Wasser rein und dann passt das. So, wegen Wolle verkaufen muss ich natürlich anrufen.
Flash, danke für 11 Monate. Flash! Ah. Koichi, danke schön auch für 8 Monate. Sehr lieb von dir, mein Lieber. Sehr, sehr lieb von dir. Oh, sorry. So. Hä? War doch das Wasser, bin ich jetzt hart? Ja, passt. So, dann schauen wir natürlich in unsere Mehlfabrik. So, Mehl müssen wir natürlich auch noch verkaufen, ja. Ach, der hat sogar noch mal reingekippt. Der ist doch, ist das ein Kunde. So, da kommt der Björn. Das passt. Okay. So, sehr schön. So, rufen wir bei Melu an. Hallo. Hallo. Ist Lisa? Ja. Ja, servus. Hallo Lisa. Eine Frage. Ja. Könnt ihr Paletten verkaufen? Ja. Könntet ihr mal dann könntet ihr zu meinem Hof kommen, Razzifazzi? Muss ich gucken, ob unser Palettenanhänger frei ist? Ja. Ich könnte den Kollegen Bescheid sagen. Ja, da soll mal bitte einer direkt zu meinem Hof kommen. Falls ich nicht da bin, es steht ein IHC in der Halle mit Palettengabel. Ja. Und der könnte bitte mal die Wollepaletten aufladen. Das wäre ganz lieb. Die stehen da auch direkt bei der Schafweide. Okay. Ja, da weiß ich Bescheid und sag Bescheid. Ja, super, danke Ihnen. Und ansonsten, okay. Wie geht's Ihnen so? Ja, ganz gut. Schön. Und ich würde noch mal nachschauen, ob bei der Fleischproduktion vielleicht auch noch was ist, was abgeholt werden könnte. Ja. Moment, das mache ich gleich also mal. Also Fleischproduktion und Wollepaletten. Ja. Wir kommen mal hin. Super, ich danke Ihnen. Das ist klasse, danke. Okay. Tschüss. Gut. Tschüss. Oh, ja, hallo? Ja, guten Tag, Herr Redner. Hier spricht das RU, der erste Avian. Oh, ich hoffe, Sie kommen diesmal mit einer positiven Nachricht. Ja, das hoffe ich auch. Ich würde Sie gerne einladen auf Feld 18. Da findet, Sie haben ja vielleicht mitbekommen, heute ist ja nochmal so eine Art kleine Challenge, die aufgeteilt ist in 3 verschiedene Parteien. Und da würden wir Sie gerne einladen, auf Feld 18 zu kommen. Bitte bis 11 Uhr da sein, wenn es möglich ist. Bis 11 Uhr da sein, okay. Genau. Sie würden auch jetzt in Ihr S-Mail-Postfach ein Dokument geschickt bekommen, aber bitte nicht öffnen, erst wenn Sie bei uns sind. Bitte. Okay. Ja, okay, dann mache ich das. Dann bitte pünktlich bis 11 Uhr da sein. Okay, das ist aber ziemlich kurzfristig, dass Sie jetzt hier anrufen. Ja, dann machen wir halt 11.05 Uhr. Das ist okay, das passt. Gut. Na, dann mach ich mich auf den Weg. 11.05 da sein. Na, danke Ihnen. Schön. Tschüss. Tschüss. Ups. Wo soll ich hin? Hat er jetzt gesagt, bei sich, bei denen auf dem Hof, ja, ne? Ich glaube, bei denen auf dem Hof sollte ich kommen. Ich glaube schon. So, fahren wir mal dorthin. Ich finde es gerade richtig, richtig geil. Ohne, nee, warte mal, der hat nicht gesagt auf dem Hof. Der hat gesagt bei Feld 18 hat er doch gesagt. Hat er nicht irgendwas mit einer 18 gesagt? Der wollte mir sagen, dass seine Schwester jetzt 18 ist. Oder wie? Hä, wo ist denn Feld 8? Ach, da.
Das ist ja die andere Richtung quasi. Ja, da fahren wir in die andere Richtung. Ist ja gar kein Thema für uns. So, nee. Sehr schön. Okay, super. Feld 18 ist da unten. Das ist schon in die Richtung. Ja. Oh Gott, ist das eine Katastrophe. Oh, da kommen die nächsten hinter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich schuldenfrei bin mit den Traktoren, das finde ich echt geil. Also das freut mich richtig, dass wir das hinbekommen haben. Das finde ich echt klasse. Finde ich echt klasse, finde ich richtig gut. So. Moment. Oh, was haben wir denn hier? Wieso schüttet der das denn da rein? Gott, das ist aber alles nicht schlau. Moin. Moin. Hey Franz, grüß dich. Ja, Guido, guck mal, wir haben ja schon wieder ordentlich reingefahren. Boah, ich seh's gerade, alter Vater. Ey, du fährst jetzt Mehl verkaufen? Ich war vorhin auch, du hast von mir Geld gekriegt, ne? Ach, das warst du? Ja gut, ja, das war vom Mehl, das war vom Mehlverkauf. Ja, sehr gut. Naja, ich hätte gedacht, ja, ich, warte mal, wie viel haben wir drin? Da freue ich mich ja. Das lohnt noch nicht. Ja, guck mal, was hier steht. 10, bestimmt, 20, 30, 40.000 stehen hier. Okay, nee, ich nehme den großen Anhänger. Fahr mal verkaufen, ich freue mich aufs Geld. Ja, ich mich auch. Sag mal, hier das Heu, soll das noch zum LU oder was? Nee. Heu? Von mir? Ja, von uns. Ja, nee, verkauf's, geh's verkaufen. Okay, alles klar. Gut, ich überweise dir wieder. Das ist nett, danke, schau. Du Guido, warte mal, ja, Funk. Was ist denn? Sag mal, warst du schon beim... Ich soll gerade auf Feld 18 kommen zum LU, da wäre irgendwas. Ja, pass auf, Guido. Ha? Ich bin ja nicht so. Ha, okay. Denk an die Arbeitsweise. Ja, okay, alles klar. Was ist denn da? Weißt du, was da los ist? Nein. Okay. Ja gut, alles klar. Ich muss mich tierisch beeilen, ich bin schon zu spät. Ja, man kennt's nicht alles, ne? Ja, die Scheißzeit, die läuft hier so schnell einer hin. Guti. Alles klar, bis später. Bis dann, ciao. Ciao. Bin ich richtig? Ja. Hallo? Ja, Herr Rechner, wenn Sie nicht gleich auftauchen, müssen wir leider die Challenge für Sie quasi nichtig erklären. Ich weiß nicht, warum. 10 Minuten überfällig. Ja, aber bei mir geht's irgendwie mit der Zeit alles schneller. Dann müssen sie einfach mal ein bisschen schneller arbeiten. Aber gucken Sie doch mal, ich bin ja schon da. Ja, brauchst du meinen Traktor jetzt? Nö. Gut. Aber bitte parken Sie nicht im Weg. Ich stehe nicht im Weg. Straße ist frei. Okay. Achso, ne, dann kommen Sie jetzt zu uns bitte. Gut, hallo. Guten Tag, Herr Regner. Alles gut bei Ihnen? Ach, hallo. Bin ein wenig aufgeregt, wenn die Challenges, die Sie heute erwarten. Naja, ich will mal schauen, ne? Also folgendes, Sie haben ja eine Mail in Ihrem S-Postfach bekommen. Achso, da habe ich nicht geguckt. Ne, haben Sie dürfen ja Sie jetzt gerne mal reingucken? Ja. Dort müssten Sie ein Bild sehen mit einer Anordnung von farblichen Rundballen. Ist das Ihr Ernst? Genau. Sie haben jetzt gleich die Aufgabe mit dem Gespann links neben Ihnen, dieses Farbkonstrukt einfach einmal nachzubauen. Ja. Sie haben dafür insgesamt 5 Minuten Zeit, es geht aber nicht auf Zeit. Das heißt, selbst wenn Sie nach 4 Minuten 59 müssen die Ballen auf dem Boden liegen. Also nicht mehr sich auf dem Hänger befinden, sondern wirklich so wie auf dem Foto einfach irgendwo auf diesem Feld liegen. Und dann werden die Ballen halt als Punkte gezählt, die richtige Farbanordnung. Also wenn Rosa an dem ersten Punkt richtig liegt, gibt es einen Punkt. Das spricht von den möglichen 9 Punkten. Wenn 6 falsch wären, kriegen Sie 3 Punkte. Insgesamt 5 Minuten Zeit. Können auch absetzen, wenn Sie ach den ersten so, oder zweiten. Warten Sie mal kurz. Ich habe den Ball. Ich soll das ja nicht mit der Gabel machen. Nein, nein, Sie haben hier links den Ballenwagen und müssen es einfach so aufsammeln, dass Sie die Farbkombination, die Sie auf dem Bild sehen, das gleiche ergibt. Okay. Warten Sie kurz. Ja, okay. Warten Sie kurz. Wie rum man das betrachtet, ist aber egal. Ob ich jetzt hier vorne oder hinten stehe, ist ja Wurst, oder? Ja, genau. Das ist egal. Das ist egal. Es muss halt nur die Farbkombo im Ganzen, ob ich jetzt von links oder von rechts komme. Ja, 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 ja. Es muss halt nur dann passen.
Und wir haben insgesamt 5 Minuten Zeit und dann muss es aber auf dem Boden liegen. Es darf nicht auf dem Hänger sein oder am Hänger noch angelehnt. Es muss wirklich frei auf dem Feld stehen. Okay. Mit diesem Gerät? Genau, Sie dürfen sich gerne schon mal Platz nehmen. Moment mal kurz. Und dann gebe ich ein Startsignal und dann können Sie loslegen. Moment. TÜV ist abgenommen. Der Herr Slavin hat extra mal TÜV gemacht. High Heels an, warum schweben Sie? Nee, ich guck nur. Also, wie schon gesagt, Herr Redner, wenn Sie jetzt einen falsch drauflegen am Anfang, Sie können immer, wann Sie wollen, wieder von vorne starten. Abladen und wieder neu anfangen. Also, die Starter. Dann auf die Plätze, fertig, los. Moment. Die Zeit sagen wir inzwischen durch. Ja. Gehen wir nie durch. Ich habe das Bild hier oben, Leute, deswegen gucke ich immer nach oben, das Bild oben auf dem Bildschirm habe, wie ich laden muss. Erste Minute ist jetzt rum, also 4 Minuten haben Sie noch. Ja. Oh. Guido, reiß dich! Glück gehabt. Ach Gott, jetzt kenne ich mich mit der Maschine nicht so gut aus. Wo ist der Platz? Egal? Ist egal, einfach auf dem Feld. Ja. 3,5 Minuten haben sie noch. Minuten sind es noch. Oh Gott, ey, wenn so wenig Ballen drauf sind, ne? Dauert das alles so lange. Aber tolles Gerät, muss man sagen, ne? Tolle Maschine, finde ich, ist das. Fertig. Okay. Dann entlassen wir Sie hier. Wir würden Sie bitten, dass Sie sich jetzt ganz langsam in Richtung Feld 19 begeben, da ist der Blümchen, der wartet jetzt mit der nächsten Aufgabe auf Sie. Und wir werden das hier auswerten und dann in der Endabrechnung Ihnen die Ergebnisse mitteilen. Was, sonst sagen Sie gar nichts dazu? Nein. Och Mann, ey. Ja gut, Dankeschön. Wo soll ich hin? Zu Feld 19, da ist der Blümchen, der wartet Sie dort. Ah ja, okay, super. Danke Ihnen vielmals. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, es war richtig, Leute. Feld 19. Das muss ja hier direkt um die... Ah, warte mal, da muss ich... Fahr ich unten rum am besten. Ja. 41.000, leck mich am Arsch. Ey, heute hagelt es aber die Kohle hier. Was ist denn da los? Sehr gut. Oh, oh, nein. Tu mir das nicht an. So, der Herr Blümchen wartet auf Feld 19. Der Herr Blümchen, der ist immer, der hat immer so eine. Der hat immer so eine krassen Herausforderung, ey. Bei dem bin ich immer. Aber das war eine coole Sache jetzt mit den Farben und den Ballen. Das fand ich jetzt echt cool. Ui! Da muss ich reinbremsen. So. Ich muss mal kurz was gucken hier. Aha. Ich muss mal kurz was kontrollieren, Leute. Au. Okay.
So. Okay, wir könnten jetzt hier links fahren. Aber das ist gar nicht so richtig ein Weg. Wir fahren einfach hier unten rum. Dann kommen wir easy zu Feld 19. Das passt super. Sehr schön. Danke auch für die ganzen Follows mal an der Stelle auf Twitch hier. Echt lieb von euch. Ich glaube jedenfalls, dass wir hier so zu Feld 19 kommen. Feld. Ha. Okay. Wie komme ich denn zu Feld? Ja gut, hier hoch und dann irgendwie, ne? Wahrscheinlich. Naja, schauen wir mal. Krieg mal hin. Bam, bam. So, genau. Hier vorne muss irgendwo ein Abgang sein. Irgendeine Abfahrt sein. Ein kleiner Waldweg oder sowas. Da vorne ist er. Ich sehe ihn. Sehr gut. Nee, ich sehe ihn nicht. Moment. Ja? Mäser, hallo. Guten Tag, Herr Mäser. Sag mal, brauchst du noch Weizen? Nee. Wie, nee? Ihr habt doch eine Mühle, oder? Ja, was willst du haben für Preis? 500 kann ich dir bieten. Ja, nee. Ich hätte erst so an 800 gedacht. Ja, nee. 100? Wie viel? 700? Nö. Gut. Alles sorry, klar, tut mir leid. Alles gut, alles gut. Na? Hab noch andere Abnehmer. Nee, ist kein Problem. Also, wie gesagt, wir kriegen es nicht mehr verarbeitet, das ist das Problem. Achso, okay, gut. Na, tschüss. Jo, ciao. Moin, Sigismund. Schön, dich zu hallo. Sehen, Mensch. Das freut mich ja ganz hallo. Besonders. Ja, das freut mich auch. Ja. Gute Jahr gefunden. Ja, doch. Aber ich muss schon mal eins lassen, Sie sind der Erste, der den Weg da unten benutzt. Das sehen Sie? Ja, Respekt. Schön, kriegt ihr extra Punkt. Vielleicht. Herr Regner oder Guido, ich weiß nicht, ob wir uns duzen. Ja, gerne duzen. Hast du eine Kettensäge dabei? Oh, nee, leider nicht. Könntest du dann mal kurz eine besorgen? Na klar, mache ich. Warte. Das ist kein Problem. Moment. Hä? Kettensäge. Ist egal, was für eine? Ja, ja. Na, gute Stier. Hoffentlich. Also, du musst nur schneiden. Da ist er. Jo. Okay. Wir haben hier zwei Baumstämme. Ah, okay. Also, diese beiden sind deine. Die zwei diese oberen beiden, hier? Ja. Hm. Diese beiden Baumstämme sind genau 8 Meter lang. Okay. Ich hätte jetzt gerne aus diesem Stück ein 5 Meter langes Stück. Ja. Und aus diesem hier ein 3,5 Meter langes Stück. 3,5 und 4,50. Hm. Nee, 5. Also hier 5. Ja, ja, 5 Meter und 3 Meter quasi Rest und hier 4,50 und 3,50. Ja. Also so ungefähr, ja. Ja. Also 5 Meter. Hm, okay. Ja. Also Sie haben nur eine Chance, ne? Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das. Gut, dann. Zeit? Nee. Nee. Nö, gut, super. Okay, dann machen wir das mal folgendermaßen. Habe ich eine Idee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, das geht wahrscheinlich auf. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Meter. Ja. Hm. 2, 3, 4, 5. Wie messen Sie das nach, wenn ich fragen darf? Mit meinem Bettmaß. Ah, ist eine gute Sache. Ich
sich auch gerade schneiden, ne? Am besten. Ja, wäre nicht schlecht. Okay, super. Gleich beim nächsten. Wenn ich Ihnen jetzt sage, wie lang der war, dann können Sie ja noch... 8 Meter sind sie und 3,50 wollen sie hier, ne? Richtig. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das geht eigentlich genau hin. 1, 2, 3. Achso, Moment. Hier. Den haben wir falsch geschnitten hier. Den haben wir wahrscheinlich genau in der Mitte durchgeschnitten. Mist. Ah, korrigieren darf ich nicht, ne? Ne, ein Versuch haben sie gesagt. Ja. Okay, dann gucken wir mal. Ach, Mist. Ich glaube, der ist genau in der Mitte. Soll ich von oben oder von unten? Was sagen Sie denn? Scheiße. Ach, Mann. Nee, unten ist länger. Das ist länger. Okay. Das ist länger, aber nicht viel. Nee, doch. Das ist schon länger. Doch, das ist schon länger. Sehr gut. 466. Ach, scheiße. Scheiße, okay. Okay, dann gucken wir mal bei den anderen. Da war auch wieder von unten. Ja. Da hat 3,50. Sehen Sie den Schnitt? Ja, hier. Das könnte ein guter Schnitt sein, denke ich. Ja, 3,81. Ah, okay. 30 cm, schade. Naja, gut, okay. Habe ich mir jetzt. Ist nicht einfach, muss man sagen. Ist nicht einfach, aber okay. Ja, die anderen beiden waren beim ersten Stand besser, haben es dann hier nicht so gut gemacht. Aber okay. Nachher entscheidet, wer die meiste oder wer die geringste Abweichung hat. Zusammengerechnet. Na, schauen wir mal. Alles klar, dann können Sie jetzt einmal zur nächsten Station fahren. Das wäre auf Feld 1. Da Feld 1, ja. Da wird Sie unser Händler erwarten. Ja. Dann wünsche ich Ihnen da viel Erfolg. Dankeschön, vielen Dank, Herr Blümchen. Ja. Sigismund. Ja, achso, das ist mein Traum. Das ist meiner. Butz. Ach, Mann. So. Okay, Leute, ich muss mal ganz kurz einmal hier in die Bestellliste schauen. Und zwar, meine Frau will heute Griechisch bestellen und ich krieg nichts. Ich will so einen Teller. Ja, was denn für einen? Mix-Teller. Nee. Da gibt's ja diese Athen-Teller, die oder sonst. Ja, aber guck mal, hier gibt's auch. Machen wir mal weiter rüber. Olympiaplatte ist immer gut. Olympiaplatte, sagt er. Mix-Teller. Dann hilft's jetzt auch schon. Nee, ich will so einen Teller für die Götter. Wie heißt der? Ja, hol die Karte. Was? Die Karte holen. Das ist die Karte. Nee, das ist nicht die Karte. Da fehlt die Hälfte. Ich kaufe jetzt irgendwas. Nein, du kaufst nicht irgendwas. Dann sag mir, was du essen möchtest. Nein, weil da ist nicht alles drauf. Das, was es zum Abholen gibt, ist da drauf. Ist nicht alles. Da muss ich noch mal gucken. Hör mal auf, hier eine Stresswelle zu schieben, ey. Ohne Witz, ne? So, Feld 1, meine lieben Freunde. Gut. Was ist denn? Ich muss jetzt anrufen, weil es sonst... So was Nerviges. Ja. Ohne Witz. Ja? Ja, hallo Herr Regner. Joe Bommel hier. Wir haben ein kleines Problem. Wir können die Hackschnitzel
Nicht die Action ist das Hexegut, können wir leider nicht verkaufen. Das können wir nur zu einer Produktion fahren dann. Okay, kann man das irgendwie weiterverarbeiten, verkaufen? Hier stehen die Teller. Ja, das könnte man eben halt dann zur Silage und dann eben halt dann für Kuhfutter eben halt dann weiterverarbeiten. 1, 3, 4. Aber kann man das verkaufen? Da müssen Sie sich an meinen Vorgesetzten mal wenden, ob der da Ihnen vielleicht einen Preis oder ein Angebot machen kann, also. Können Sie den, das Problem ist, ich bin gerade hier ein bisschen sehr eingespannt und können Sie da mal fragen und mich zurückrufen, weil ich bin hier gerade bei so einer Challenge, wissen Sie? Da kann ich ganz schlecht weg und telefonieren. Ja, ich spreche mal mit meinem Vorgesetzten und werde ich mich dann mal kurzfristig nochmal melden. Das ist lieb, dankeschön. Ansonsten, die Zwiebeln sind verkauft? Die Zwiebeln sind komplett weg, ja. Kriegen Sie das Kalk verkauft, den Dünger zufällig? Oder würden Sie das als LU abkaufen? Sie brauchen da ja mal viel. Da muss ich auch wiederum meinem Chef erstmal genau. fragen. Genau, fragen Sie mal, ob er das brauchen kann. Genau, ob er mir das zum handelsüblichen Preis einfach abkaufen würde. Will ja nicht mehr oder so, keine Angst. Alles klar. Ich frage mal nach und dann melde ich mich dann kurzfristig. Danke Ihnen vielmals. Tschüss. Gut, tschüss. So. Warte mal, Feld 1, wo ist denn das? Hier. Ah. Hallo. Mahlzeit, Herr Regner. Ja, servus. Mahlzeit, Guido. Also, du wurdest zu mir geschickt, habe ich gehört. Ja, sieht so aus. Ja. Dann ist das wohl so. Du siehst hier unsere neue Attraktion, unser Labyrinth. Oh, krass. Okay. Ja, das wurde extra halt angepflanzt hier und so weiter. Telefon klingelt. Ja. Hallo, Guido, hier ist der Franz. Ich bin hier in so einer Challenge. Ja, was ist denn? Ich sag mal, der macht ja, kann ja trotzdem telefonieren. Nee. Euch mal, das mit der Schweinedings, ja, sag mal, die fahren ja einen Mast. Warum? Hast du da schon mal eine Abrechnung gekriegt? Nein, bis jetzt gar nichts, wirklich nichts. Hörst du das auf das Heiligste, was du jemals ach so, hast, warte mal. Hast in deinem Leben? Naja, es gehen verschiedene Sachen ein, aber ich habe auch Wolle verkauft, ich habe Zwiebeln verkauft. Naja, also, ich will nichts sagen, aber Schweine habe ich jetzt erst in Auftrag gegeben mit meiner Wolle zusammen. Der hat aber gesagt, also ich sehe die hier, also die wollen jetzt schon mindestens dreimal dort wegholen. Mit dem großen LKW. Heute? Und der LKW fasst zu 16 Paletten. Wann denn? Ja, weiß ich nicht. Der hat gesagt, also die Information kam zu mir, dass die seit ein paar Tagen ununterbrochen fahren. Na, das kannst du vergessen. Denn so ist die Info an mich gekommen. Ja, na, da sagen wir von wem, das ist Nonsens. Ich war letztens dort, da stand eine Palette da. Also das ist, ja, geh doch hin und guck. Vor allen Dingen, du hast doch eine App, du kannst ja gucken, jederzeit. Guck doch drauf. Aufgrund dessen, dass du dich gerade so aufregst, glaube ich dir mal. Ja, die haben jetzt was abgeholt, es waren 7.000 oder 8.000 Wurst da. So, und ja, die habe ich heute zum Verkauf gegeben. Und da habe ich aber noch keine Rückmeldung bekommen. Mit meiner Wolle zusammen sollten sie das verkaufen. Achso, okay. Wirklich jetzt? Interessant. Ja, mal, du bist vor uns mit Milch. Aber ich habe auch noch kein Mehl bekommen, ne? Wie? Natürlich habe ich dir Mehl überwiesen. Wie viel denn? 41,7. Ach so, dann war das, okay, krass. Also nee, gut, ich nehme das sehr genau. Sehr gut. Ja, mal, du warst vor uns mit dem Milchauto unterwegs, ne? Ja. Wo hast du die Milch hingebracht? Na, in die Käserei. Wie viel hast du denn dafür genommen? Wie meinst du das jetzt? Naja, für wie viel hast du die Milch verkauft? Na, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe auf den Preis null geschaut. Ich habe das nur drei. Zwei oder so. Ja, kann sein, ja. Kommt hin. Okay, alles klar. Okay. Ja gut, dann weiß ich Bescheid. Da willst du dich nicht länger aufhalten. Nee, du musst dich links halten. Wieder. Na, bis dann. Hallo, Björn. Nochmal moin. Ja, so, also. Jetzt. Hier geht's rein? Genau, das ist unser Labyrinth. Auf los wird's dann losgehen. Du musst hier rein, hinten wieder raus. Geht auf Zeit. Zeitansatz kennst du, richtig? Ja. Also gut. Zeitansatz hast du 5 Minuten. Was ist das denn? Ja. Genau, Zeitansatz hast du 5 Minuten. Dann
wo kein Schnee liegt, kann gelaufen werden. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Den Ausgang sehe ich aber. Also der ist ja offen. Ja, den Ausgang siehst du. Der Ausgang ist offen. Hier steht ein Mülleimer. Und der Müll liegt daneben. Ich höre dich ganz schlecht. Hm. Bist du leise? Der Ausgang ist aber hinten, ja? Ja, ja, der Ausgang ist ganz hinten, irgendwo. Erste Minute ist um. Wie lange habe ich? Ja, jetzt hast du noch genau 3,46. Fetch. Oh, genau 2 Minuten 1 brauchtest du. Gut, schlecht? Oh, ich bin, lauf doch nicht weg, ich bin hinter dir. Achso, lul. Hey, 2 Minuten 1 brauchtest du. Gut, schlecht? Ach, dies, das. Hm. Na gut. War's das? Ja, ja, das war's. Jetzt kannst du erstmal weiterarbeiten, ne? Okay. Und schauen, was du so schaffst heute noch. Achso, kann ich weiterarbeiten, ja? Ja, ja, du hast jetzt Zeit zur freien Verfügung. Okay, super, danke dir. Dann. Na? Viel Spaß mit dem New Holland. Ja, ciao, ist ja meiner jetzt. Ja, das stimmt. Ciao. Gute Fahrt. Na, ciao. Ja. Okay, sehr gut. Ja. Gut, ist ja nicht so schlecht, oder? 2-1, ja, war ganz okay. Bauerngurke, Dankeschön für 15 Monate, mein Lieber. Und Mattes Let's Play, Dankeschön für 7. Vielen, 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 vielen Dank. Kann man machen, geht klar, denke ich. Also ich glaube, war mit dem Holz sehr unzufrieden, muss ich sagen. Da hätte ich gerne ein besseres Ergebnis gehabt. Der 5-Meter-Stamm habe ich falsch gezählt. Ich glaube, ihr habt mitgekriegt, dass ich die Pflanzen gezählt habe. War ein guter Indikator, weil das genau auf 8 Stück war. Aber ja, jetzt muss ich erstmal dir nachfragen, was hier mit dem Dings ist. Mit dem Fleisch. Das ist nämlich komisch. Ja, hallo? Ja, hallo, Pommel nochmal. Ah, jetzt hier. Bin ich ja sehr gespannt. Ja, wir können Ihnen ein Angebot machen für das Häckselgut. Oh, super. Für 120, die 1000 Liter. Kalk und Dünger können wir leider nicht annehmen. Da sollten Sie sich dann mal bitte an den Händler nochmal wenden. Hm. Weil wir es selber auch vom Händler her beziehen. Hm. Ich habe eine Frage. Das sind ja 100.000 Liter, ne? Ja. Würden Sie es zumindest für... Also 12.000 wären das ja dann, würden zumindest 15.000 machen und den Transport umsonst zu Ihnen. Das wäre lieb. Ja, das muss ich aber erst noch abklären. Also versprechen okay. Kann ich da nichts. Ja, okay. Also vielleicht noch 3.000 drauf und naja. Ich danke Ihnen erstmal, ne? So, alles klar. Ich werde mal gucken, ob ich da was machen kann. Na, danke, tschüss. Jo, tschüss.
Dann rufe ich einfach beim Händler nochmal an. Ostrock, Matti und Rogasch, Dankeschön auch für eure Resubs. Vielen, vielen Dank. Maschinenhandel Eriksen, guten Tag. Moin, ich habe eine Frage. Und zwar, würdet ihr Kalk und Dünger zurückkaufen? Also das musste ich mit meinem Bruder kurz absprechen, weil ich bin gerade selber nicht am Hof, ob er da aktuell Verwendung für hat, beziehungsweise es aktuell exportieren kann. Ich würde einfach nur ein bisschen Kalk und Dünger zurückverkaufen zu euch. Wenn das okay wäre, will da jetzt auch nichts extra oder so oder irgendwie. Ja, dein Thema, ich rufe meinen Bruder an und frage, ob er da aktuell Möglichkeiten hat, das zu exportieren. Ja. Und dann, egal ob ja oder nein, rufen ich oder mein Bruder dich an. So machen wir das. Danke vielmals. Ciao. Wow, danke schon für den Hype-Train, Leute. Und Gero, danke für 500 Bits. Sehr, sehr lieb von dir. Steht das natürlich im Weg, ne? Ich will da ran, Jung. Fahr weg. Fahr weg, die Scheiße. Und der Hof werden wir auch noch ein bisschen aufräumen. Train Driver, danke schon für 37 Monate. Sehr lieb. So. Ich warte mal, ich lasse ihn mal fahren. Ja, gut. Sehr gut. Boah, die haben den ganzen Mist weggebracht. Wie geil ist das denn, ey? Ich lade den Dünger jetzt einfach auf Verdacht in der Hoffnung, dass ich den loskriege. Gukash, Dankeschön für 19 Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von euch, Leute. Ach ja. So. Ba, 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 ba. Okay. Oh, da geht gar nicht alles rein. Naja, fast alles. Steht aber auch scheiße mit seinem LKW hier. Herr Bommel, ich bin da durch. Ja, ja, Herr Redner, ganz kurz. Ich habe mit dem Chef gesprochen, der sagt, nee, ist leider nicht zu machen. 120 ist schon aus Kulanz. Aber dann bitte ohne keine Transportkosten dafür. Gell? Nicht, dass das auch noch bezahlen muss, wissen Sie? Aber dann machen wir das so. Dann machen Sie 120 und gut ist. Okay. Dann. Danke. Fahren Sie mal weg hier. Ja, alles klar, mache ich. Ciao. Ciao. Pasco, LU, schönen guten Tag. Hallo, ich wollte mal fragen, ob Sie mir eine Info geben können zu. Dem Fleischverkauf. Ja, kleinen Moment, da gucke ich mal eben. Genau, das hat ein Kollege schon mal auf abgeschlossen gesetzt. Da sind 7.648.00 draus gekommen, also ungefähr 7.700 Euro aus dem Verkauf. Ich habe das jetzt noch nicht gegengerechnet, aber das ist der Wert, der den Kollege, der es gemacht hat, hier mit aufgeschrieben hat. Okay, super. Danke Ihnen für die Info. Kein Problem. Auf Wiederhören. Na, tschüssi. Tschüss. Ciao. So, den fahren wir mal. Wo fahren wir den hin? Fahren wir hier in die große Halle mit rein. Den Hof mal ein bisschen aufräumen, das ist alles zu viel, was hier rumsteht. Raffi, danke für 500 Bits, Bruder. Dankeschön. Ja, das ist nicht einfach hier. Ich überlege, aus was wir jetzt noch Sinnvolles machen können. Ich meine, klar, was macht jetzt noch Sinn? Die Tiere haben wir schön versorgt, denen geht's gut, da ist alles fit. Am Ausmisten sind die auch. Die Milch haben wir verkauft, wir haben die Wolle verkauft, wir haben Schweinezeugs verkauft. Also muss ja sagen, da haben wir echt noch viel geschafft auch. Und ja. Wir haben die Traktoren abbezahlt, was auch sehr gut ist, wie ich finde.
Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Ordnung. Dann können wir noch Mehl, können wir natürlich auch noch. Kredit weiß ich gar nicht, wie es da ist. Ich glaube, da habe ich gar nichts, oder? Da habt ihr gar nichts genommen. So, krieg ich mein Hexegut auch noch weg? Ja Gott, was soll's? Wenigstens noch 12.000, besser wie nix. So, perfekt. Gut. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Wartet mal, ich will mal was gucken. Das. Oh, super. Sehr gut. Sehr gut. Top. Top. Dann würde ich sagen. Und das und das. Das und das. Ich überlege, ob wir noch irgendwo ein gutes Geschäft machen könnten. Achso, ich muss natürlich mal schauen, was mit dem. Ob ich jetzt das Dings hier loskriege, ich denke schon, oder? Wenn ich das jetzt runterfahre, wird er mir das doch, wird er mir doch Geld geben, oder? So. Sind alle nochmal ganz schön am Hasseln gewesen jetzt, glaube ich, ey. Ohne Witz. Da sind sie alle nochmal rotiert hier. Hoppala. Sind sie alle nochmal rotiert. Auf und nieder. Ja? Ja, moin Kido, ich bin's. Hi. Ja? Ich hab das Geschäft deines Lebens für dich. Mhm. Das Geschäft deines Lebens für dich. Das. Willst du 100 rein prozentische Biogülle haben? Nee. Warum denn nicht? Junge, ich verkaufe dir das für 50 die 1000 Liter und du kannst das verkaufen beim Händler locker für 800. Ja. Willst du haben oder was? Nee. Warum denn nicht? Wie kommst du eigentlich drauf, dass es Biogülle ist? Ja, weil es weil es Gülle ist, ne? Gülle ist Bio. Hm, verstehe. Alles klar. Ne, haust du rein, tschüss. Auch rein, tschüss. Tschüss. Olaf, hat dein Bruder mit dir gequatscht? Du wolltest Kalk verkaufen, glaube ich. Ich wollte ein bisschen Kalk, ein bisschen Dünger zurückverkaufen, wenn das okay wäre. Ja, kannst du machen. Soll ich einfach unten abstellen? Wäre cool, ja. Kannst du mir schon mal überweisen, wenn du möchtest, 14.000 Dünger würde ich jetzt hier anliefern. 14.000 Liter Dünger. Genau. Ja, ich also 14 Big Bags stelle ich hin. Jo, alles klar. Dank dir, ciao. Tschüss. Okay, super, dann klappt das auch. Biogülle, ja, das ist natürlich so eine Sache mit der Biogülle, glaube ich kaum. Und das, naja, gut. Mike, Dankeschön, Bruder, für 20 Monate. Sehr, sehr lieb. Biogülle, ey, so sieht er aus. Biogülle. Unfassbar. So. Warte mal. So, betreffend der Abstimmung, mein lieben Freund, das kommt natürlich gleich. Kevin, Dankeschön für deinen Prime-Sub. Sehr lieb von dir. Dankeschön. Wegen der Abstimmung, das kommt natürlich gleich, meine Lieben.
Wenn es dann soweit ist. Also jetzt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit zum Arbeiten. Und dann sollten wir soweit sein. Stell den das am besten auf den Landhandel, würde ich sagen. Kam jetzt Geld. Oh, hat er jetzt nochmal Geld überwiesen? Oh, scheiße, jetzt habe ich es nicht gesehen. Hat er nochmal Geld überwiesen? Hatte der mir jetzt Geld überwiesen für das Dings? Eieiei. Das war jetzt nicht so geil, glaube ich. Ja, doch, geht. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Was? 10 Minuten noch, okay. Dann machen wir Folgendes. Und zwar... 10 Minuten. Startet. Und jetzt heftig. Ja, hier ist der Franz. So, wie sieht's denn aus mit Mehl? Haben wir da noch was oder nicht? Ey, da müsste noch was drin sein in der Mehlbude. Also die Mehlbude ist Feierabend. Ja, ich weiß, aber die Mehlbude ist nun mal voll mit Weizen, produziert aber auch nicht so schnell. Ja, pass auf, Dreck 17b. Das ist ja bescheißen. Was? Warum? Was habe ich denn gemacht? Nee, ich habe hier unten gerade was gesehen, das meinte ich ja, die Ameisen, also da waren zwei Ameisen. Die haben sich vollgeschissen, meinst du? Naja, das meinte ich. Ja, weißt du, wer mich bescheißen wollte? Der Dings wollte mich bescheißen, der Schlussberg, der wollte mir Biogülle verkaufen, seine stinknormale Gülle wollte mir als Biogülle andrehen. Ach. Naja. Bei mir kann man mit dem Kalk. Ach, echt? Ja. Na da. Aber so. Sie sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Nee. Du sag mal, Guido. Ja. Das Fleisch ist ja nicht im Verkauf. Wie viel kriegst du da jetzt von dir? Ich habe bekommen 7.000 für das Fleisch. Es waren 8.000 Liter und der Preis war 700 und. Kannst gerne nachschauen. Der Preis war 700. 700 ja, ja. Und? Habe ich selber etwas gewundert. Tatsache. Wieso nicht ja. So richtig? Keine Ahnung. Naja, so richtig ausgezahlt hat sich das nicht mit der Fleischfabrik. Aber, pass auf, dann würde ich sagen, kannst du mal kurz checken, wie viel noch in der Mehlfabrik ist? Nee, geht gar nicht. Warte. Ja gut, während ich das checke, kannst du mir mal die Hälfte von 7,5 überweisen, bitte. Ja, sag mal, was deine Zeit war beim Labyrinth. Warum, was war denn deine? 201. 201. 201. Was war deine? Ja, komm, jetzt kannst du es auch sagen. 203. Echt? Ja. Das ist geil. Das ist geil. Ist ja langsamer. Ach nee. Cool. So, pass auf, 3,5 habe ich überwiesen. Ja. So, warte, stimmt, du wolltest ja noch. Ach, mein Himmelarsch. Warte kurz, du musst noch zwei Ballen warten. Da kann ich dir gleich sagen. Nee, Sag mal, haben die Chef deiner Strecke auch Ballen bekleidet? Nee. Nicht? Nee. Du musstest nicht farblich was ordnen. Ach doch, ja. Das war ja einfach. Hast du den ersten Anlauf oder den zweiten Anlauf gebraucht? Du bist mir jetzt nicht sagen, du hast zwei Anläufe gebraucht. Ja, nee. Franz, echt? Nee, wieso? Ich habe ihn gebraucht. Himmel, Arsch und Turm. Okay, nee, beim ersten Anlauf, ja. Okay. Du auch? Ja, natürlich. Also ohne Flachs, ne, da muss man ein bisschen das Horn einstrengen, aber dann geht das schon. Ja, ich fand das mit dem Holz fand ich auch krass. Das fand ich cool. Was heißt bei dem kurzen Stück? 3,80 Meter. Habe ich mich ein bisschen geärgert. Da hätte ich mich auch ein bisschen geärgert. Was wolltest du wissen, Mehlfabrik? Was hast du? Also in der Mehlfabrik sind 29.000 Liter drin gerade. Was hast du bei dem kurzen?
Wissen Sie mir, es ist mir entfallen. Sag doch mal! Es ist mir wirklich entfallen. Und sag doch mal! Wenn ich es wüsste, dann würde ich es dir jetzt auch sagen. Du weißt bei dem nicht? Großen, bei dem großen Stück, da war. Wie war es denn bei dem großen Stück? Das wüsste ich mehr, keine Ahnung. Sag schon was, wenn du mir das Kleine sagst. Wirklich. Mensch, ich weiß das Kleine echt nicht mehr. Ne, 3,50 und 4,50 sollte es doch sein. Ja, ist richtig. Aber ich weiß nicht mehr, ob es drüber oder drunter war. Also drüber oder drunter war beim kurzen Stück. Okay. Ne, 4,50 soll es nicht sein, sollen 5 Meter sein beim großen. Beim großen 5 und 3, ja. Ja. Ja, und beim großen habe ich. Naja, 5 und 3. 5 und 3. Und ich hatte. Was hatte ich denn? Weiß nicht, das weiß nur du. 5 und 3? Ich weiß nicht mehr. War ich nicht so gut, glaube ich, 30 cm vorbei oder so. Okay, ja gut, das ist nicht viel, ne? Naja, aber es war auch nicht so gut. Ja, aber es ist eine gute Schätzsache gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Da kommt es halt drauf ein, da kennt man sich aus im Holz oder kennt man sich nicht aus. Ja. Das ist halt immer so eine Sache. Aber dir steht ja noch der große Anhänger hier, sich gerade. Ja, den brauche ich. Ja. Na gut. Sag mal, was schnorchst du schon wieder auf meinem Hof rum? Ich bin mit Sicherheit nicht auf deinem Hof. Nicht? Nee. Wie kommst du denn drauf, dass der große Anhänger bei mir ist? Weil der oben an der Mehlbude steht. Ja, ne, den hab ich dort stehen lassen. Ja. Im Fall der Fälle. Ich fahr jetzt aber nochmal 30 km Mehl. Da ist, na, normalerweise müsste ja auch gut was bei rumkommen. Doch, relativ. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, okay. Ich hoff's. Ja gut, aber sind wir mal ehrlich, ne? Das Geld wird ja eh nicht so viel wert gelegt. Nein, aber es ist ja trotzdem schade. Ist richtig. Richtig. Ich finde das sehr schade. Was? Dass da nicht so viel Wert drauf gelegt wird. Ich weiß nicht, auf was Wert gelegt wird, ich kann es dir nicht sagen. Ich meine also in der heutigen Zeit. Aufs Geld? Aber ich glaube, aufs Geld wird heute besonders viel Wert gelegt, oder? In der heutigen Zeit. Ja, es ist halt immer so eine Sache. Die also mehr Wert wie auf manche nicht. Sachen, die wichtiger sind. Das trifft's im Kern. Liebe! Ja, willst du mir gerade was sagen, oder was? Nö. Nee. Gerade, weil ich mag dich. Das ist toll. Das freut mich. Mag dich auch. Kannst du mal ganz kurz gucken, wo der beste Mehlpreis ist? Kann ich im hier Vollgas. Deswegen magst du mich, ne? Weil ich immer gucken muss. Nee, Mann, kann ich hier voll. Aber ich bin gerade wirklich hier Vollgas im Flow drin, Alter. Warte Gott, kann ich dir sagen. Mehl, bester Preis. Ballenverkauf Viehhändler. Steigend. Ballenverkauf Viehhändler, wie viel? 1,694 steigend. Ah, okay, 1,6. Ja, könnte vielleicht noch ein bisschen hochgehen. Vielleicht, eventuell. Na gut, alles klar, ne? Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt haben sie es gemerkt mit der Zeit. Na gut, komm, sei es drum. Wir verkaufen das Mehl noch und das ist eh Feierabend. Ja. Oh, Leute, ey, das Projekt, auch das Projekt geht zu Ende, ey. Ohne Witz. Ohne Witz, ey. Es ist schon wieder so weit. Och, Manu, ey. Jetzt wäre ich wieder sentimental hier. Muss ich mal ganz kurz was anderes gucken, ob ich hier bei der Mehlbude. Oh, 1,7, Alter. Geil. Der ist nochmal ein schöner Preis. Auf jeden Fall. Lustig. Ach nee, wisst ihr, was wir machen? Hat der vorne eine Kupplung? Nee, warte mal, kann der vorne anhängen? Ja.
So. Okay. Ich finde es richtig geil, dass wir den Dünger nochmal verkauft gekriegt haben. Das finde ich echt geil. Beim Händler. Huch. Ich will ja andersrum lenken. Sag mir einer. So, jetzt aber. So, jetzt will ich nochmal alle Live-Emoticons hier sehen. Alle Live-3-Emoticons, Leute. Kommt, haut rein. Alle Live-3-Emoticons. Da würden wir uns sehr freuen. Komm schon, ey. Ohne Witz. Mist. $300, ja super. Für was waren die denn? Okay, perfekt. Da, 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 da. Oh, ich bin gespannt, ey. Bisschen Aufregung jetzt. Oh, drauf achten, wie viel wir jetzt hier rausbekommen. Da, 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 da. 22. Krieg ich das so rein? Hängt denn der den an? Das krieg ich so nicht rein, ne? Ach Mann, jetzt hör doch auf, dich so kacke zu verkeilen hier. Bitte. Komm schon. Ich will nur noch das Mehl verkaufen. So was Blödes. Manus, ey, du bist ein Gehirner, ey. Also ohne Witz. Also so rumdrehen, Dings zu fahren, ist aber auch richtig kacke. Ja. 22.000 waren es, glaube ich, ne? 22.000. Ich den irgendwie hier rausoperiert kriegen. Hallo. Schönen guten Tag, Herr Regner. Ich habe mich festgefahren. Da kann ich Ihnen jetzt aus meinem Büro heraus nicht helfen. Ach so, okay, ich dachte. Soll ich aber irgendwie einen Bauern mal irgendwie, einen Landwirt mal anrufen? Nee, geht okay, schon, denke ich. Ich wollte Ihnen noch ganz kurz eine Rechnung mitteilen. Wir haben ja... Och, nö. Wir haben das, was Sie von uns bekommen, gegengerechnet. Und Sie haben ja vor kurzem 300 von uns überwiesen bekommen. Ja. Und damit also ist alles quitt? Damit ist alles quitt. Für was haben Sie da jetzt dagegen gerechnet?
20 Ballen abfahren, 2 Fahrten Landhandel zur Mehlfabrik, Ernte plus Fahrzeugmiete Storno von 5.100. Ich habe eine Frage, was haben Sie denn verkauft, weil da was rauskam? Wir haben verkauft einmal Zwiebeln, Zwiebeln, das ging bei Ihnen direkt auf dem Konto. Wir haben verkauft oder gekauft von Ihnen Hexegut für 12.000, Fleisch für 7.648 und Wolle für 7.300 haben wir bei Ihnen gekauft. Okay. Damit kommen wir auf eine Summe von 14.960, die Sie von uns bekämen, gegenüber Verwaltung, Storno und Arbeitskosten von 14.676,90. Okay, alles klar, danke. In diesem Sinne, danke für das Vertrauen in das EU und gerne wieder. Danke für die tolle Zusammenarbeit, auch gerne wieder. Auch so. Na? Bis nachher in der Kneipe. Ja, bis nachher in der Kneipe. Tschüss. Bin ich letzter gut. Hallo, Entschuldigung. Hallo. Schön, dass Sie es einrichten konnten, Herr Regner. Ich habe mich festgefahren, dummerweise. Ich bin so ein Dulli. Ach ja. Ich dachte, Sie haben ein bisschen an der Uhr gedreht. Ja. Ich habe nicht an der Uhr gedreht. Wahnsinn. Was macht ein Erkermann da hinten? Keine Ahnung. Vielleicht versucht er auch irgendwas. Ja. Ab 5 Minuten, 18.05 Uhr gibt es Punktabzug, haben Sie gesagt. Okay, da hab ich ja Glück. Jetzt hat man die Zeit mal auf 60 machen können. Hat jetzt echt noch gut zu eurem Verkauf schon. Das ist eine Granate, ey. Ich weiß nicht, wie oft man Scheiße, sagen wie viel habe ich denn jetzt rausgekriegt von den zweimal Mehl? Wisst ihr es? 22.000. Und? Wie viel waren das noch? Hallo. Danke, Ackermann, dass Sie mich warten lassen. Hallo. Tut mir leid, ich wollte noch waschen. Vielen Dank, dass Sie heute so schön an der Challenge teilgenommen haben. Lief hier alles fair ab. Wenn die Leute einzeln kommen, ist doch nicht so ein großes Hickhack. Ja. Ich würde gern noch die Ergebnisse dazu verkünden. Ja. Und zwar bei den Ballen. Gibt es dreimal einen ersten Platz und einmal einen vierten Platz. Hä? Uah. Und zwar waren der Herr Ackermann, der Herr Redner und der Herr Mäser fehlerfrei, jeweils 9 Punkte. Und der Herr Schlossberg hatte ein paar weniger Punkte. Aber kann man trotzdem mal Zeiten sagen, auch wenn es nicht drauf ankam? Ging das nicht auf Zeit? Es wurde keine Zeit gestoppt. Ach, okay. Ging nicht auf Zeit. Okay. Okay. Bei den Stämmen. Da hat der. Moment. Da hat der Herr. Ackermann mit 1,08 Meter den vierten Platz erreicht. Der Herr Meser den dritten Platz mit genau 1 Meter. Der Herr Schlossberg mit 0,98 Metern den zweiten Platz. Und der Herr Regner mit 0,65 den ersten Platz. Das war gut. Oh, da dachte ich, also ohne Mist. Ich Respekt. Dachte, echt, das war schlecht. Respekt, also gut ab. Wo muss ich Kino. Das sind die Skills von der Serie, die wir geguckt haben, hier von den Manni und Güni da. Ja, ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, aber die lagen da ja so auf dem Feld. Und auf dem Feld waren ja ganz viele Pflanzen. Ich habe einfach die Pflanzen gezählt. Da konnte man das besser abschätzen. Ja, der Herr Meser wollte den Baum umsetzen, sodass die genau parallel zu den... Oh Gott. Unfassbar. Ja, durfte ich aber nicht. So kennen wir ihn. Hey, logisch, durften wir auch nicht. Nee, aber egal, ja. Okay, super. Da freue ich mich echt, das ist so cool. Schönes Ergebnis. Ja, und dann zum Schluss zum Labyrinth. Und er jetzt? Auf Platz 4, der Herr Meser mit 4 Minuten 1. 4 Minuten! Junge, hast du da drinnen noch einen weggeschleudert?
Ich habe aufgeräumt, hast du den ganzen Müll gesehen? Ja, du hast wahrscheinlich die Blumen da noch rausgetragen, die da drinnen standen. Alter! Das ist krass. Der Schlossberg auf Platz 3 mit 2 Minuten 53. 4 Minuten, Junge! Der wäre schneller mit der Heckenschere. Jetzt wird knapp. Auf Platz 2 der Herr Ackermann mit 2,03. Und auf Platz 1 der Herr Regner mit 2,01. Boah, krank, Alter. Krank. Hat einen Hinken den Fuß. Boah, damit, ey, krass. Damit haben wir einen Gesamtstand. Aber 4 Minuten ist hart, Alter. Der Herr Neser und der Herr Schlossberg teilen sich Platz 3 mit insgesamt 6 Punkten. Wir haben 4 mal 1. Herr Ackermann ist auf Platz 2 mit 8 Punkten und der Herr Regner auf Platz 1 mit 12 Punkten. Okay, super. Damit haben wir auch eine Gesamtwertung für unsere ganzen Challenges. Uah. Ach, na eben. Es waren ja insgesamt 4. Ach, stimmt. Und da hat den 4. Platz der Herr Ackermann mit insgesamt 7 Punkten. Der 3. Platz der Herr Mäser mit insgesamt 8 Punkten. Der Herr Schlossberg ist auf Platz 2 mit insgesamt 10 Punkten. Und unangefochtene Nummer 1, der Herr Regner mit einem glatten Ass und allen 5 Challenges oder 4 Challenges gewonnen mit 20 Punkten. Glückwunsch, Digga. Das wird ja, aber nicht alles. Das wird ja mal schlimmer, ey. Die Ballen-Challenge habe ich doch gewonnen am Anfang. Das ist richtig. Nein, das war jetzt die alle in dem ganzen Projekt die Challenges, die wir gemacht haben. Ja, und was ist mit der Ballen-Challenge? Achso, das ging um die Hofauswahl. Sorry, tut mir leid. Ja. Ging ja um die Hofauswahl. Sorry. Geht nicht damit rein. Also es ging um Biathlon, Traktorpulling, ja, das Beinstapeln und dann heute die. Mhm. Ey, Regner, du hast alle gewonnen? Tut mir leid. Alter, Faller, Alter. Ich sag, ja, Glückwunsch. Wir viel zum Thema verbissen. Das ist einfach nur gut, wenn ich verbissen. Ich glaube, jemand hat gerade richtig einen dicken Bolzen in der Hose, ey. Vierter ist hart, Ackermann, ey, ohne Witz, Franz. Also Franz, ich muss aber sagen, ich habe dir mehr zugetraut. Aber ich wusste schon, ganz ehrlich, Franz, deswegen habe ich auch an die Hand genommen. Danke, jetzt nicht so weit. Ehre genommen. Nein, aber um Gottes Willen, das waren ja nur die Challenges. Ja, eben. Ja, klar. Man muss ja mal abwarten, ne? Da kommt ja noch einiges mehr. Ja. Also ich wäre damit jetzt erstmal soweit durch. Die Links habe ich euch geschickt. Die Link? Ah, okay. Den ja. Link. Den, bitte den aus der Live-3-Konfi nehmen. Der ist für die Zuschauer. Okay. Dieser Link ist für die Zuschauer. Okay, also pass auf, dann würde ich nochmal ganz Leute, kurz erklären. Warte, ja? Alle jetzt gut zuhören, weil ich habe keinen Bock, das immer 8-mal zu erklären. Genau. Ja, oder Tino erklärt es einfach für alle oder du. Ja, oder deswegen sage ich gerade gut zu. Okay, ja. Also ihr genau. Bekommt jetzt in den Chat, liebe Zuschauer, ihr bekommt alle in den Livestream-Chat. Ne? Für die YouTuber Renos ist das jetzt ein bisschen blöd. In den Livestream-Chat bekommt ihr einen Link. Und diesen Link nehmt ihr, klickt ihn an und da habt ihr eine Tabelle und diese könnt ihr alle selbst erklären. Ne? Also da könnt ihr jetzt eure Abstimmung machen, wer was und so weiter. Wichtig ist, lest genau durch, dort steht, welcher Teilnehmer hat euch am besten unterhalten, wäre zum Beispiel die erste Frage. Und dann steht halt immer dort Platz 1. Warte ganz kurz, ich mach das mal auf hier. Dann steht halt hier dort Platz 1 und dann nehmt ihr einen Name. Platz 2 einen Name, Platz 3 einen Name, Platz 4 einen Name. Und so macht ihr das untereinander weg. Ne? Also, oben ist immer der erste Platz und, da wählt, und ihr wählt quasi immer die Namen aus. So, ansonsten posten wir jetzt euch die Links in die Chats, nehmt's und ja, stimmt ab. Und, überlegt bitte genau, seid bitte offen und ehrlich und fair. Ich weiß, ich habe die meisten Zuschauer und das ist auch klar, aber bitte macht das nicht davon abhängig, ob ihr bei wem ihr zuschaut. Überlegt einfach, wer wo in welchem Bereich da wirklich am besten abgeschnitten hat. Das wäre wirklich fair und schön. Gut.
Eine Anmerkung dazu noch. Also wir werden das jetzt 10 Minuten laufen lassen. Und bitte nur einmal antworten. Seid da ehrlich und fair. Genau. Also die Mods können das gerne auch nochmal immer reposten. Kein Problem. Machen wir was anderes in den 10 Minuten? Ihr kriegt jetzt nochmal eure Abstimmung. Schließt mich ein. Ja. Ich brauche mal ganz dringend, ey. Ihr könnt gerne... Pass auf, ich geh mal ganz kurz, eine Sekunde. Können wir ja im Stream machen, ne? Klar, logisch, mache ich auch im Stream. So, okay. Wollen wir, ich habe einen Vorschlag. Darf ich was vorschlagen? Ja, hau raus. Zur Fairness? Ja. Wir setzen uns selber immer auf den letzten Platz. Bei jeder Frage. Können wir gerne machen. Weißt du? Toll. Aber Manu, was denn? Bist du überall Erster? Finde ich, ist eine gute Idee. Wirklich, finde ich wirklich eine gute Idee. Also, weißt du, dann bewerten wir halt wirklich fair die anderen drei. Finde ich. Weißt du, wie kann ich das rückgängig machen? Okay, also McManus. Ah, okay. Wie gesagt. So, am besten unterhalten. Okay. Ich klick's kurz weg und zeig's euch gleich. Klick's kurz durch und dann. Ich mute mich mal kurz. So, welcher Teilnehmer hat am wirtschaftlichsten eurer Meinung nach gearbeitet? Am wirtschaftlichsten. Ist schwierig. Also ich weiß, dass Axel sehr, sehr wirtschaftlich gearbeitet hat. Ich weiß aber auch, dass Milo. Nee, wir setzen uns immer auf den letzten Platz, dann ist es einfach fair. Füsi weiß ich nicht. Bei Füsi bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, der hat nicht so wirtschaftlich gearbeitet. Ich glaube, Milo war am wirtschaftlichsten. Franz, Füsi. Füsi, so. Okay. Welcher Teilnehmer hat am ordentlichsten und saubersten gearbeitet? Boah. Schwer. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Leute, Chat, helft mir mal. So, ihr habt einen extra Link bekommen. Ihr habt einen extra Link bekommen. Milo? Axel? Betrug? Was Betrug? Einfach der Fairness, weil du dich sonst ja ins rechte Licht rücken könntest. Ja, also mache ich bei allen quasi... immer dich auf dem vierten Platz. Genau. Ja. Genau, das haben wir jetzt auch gemacht mit uns jeweils. Also wir haben auch immer dich auf dem vierten Platz. So kannst du nämlich... Nein, Spaß. Unabhängig die anderen bewerten. Alles klar. Platz 2 ist echt schwer bei der Frage. Ja. Also Tino definitiv überall auf dem letzten Platz. Nee, Spaß, ich hab's verstanden. So. Müht mich mal. Oh, aber welcher Teilnehmer hat seine Produktion am besten genutzt? Da muss ich ja Tino auf 4 machen. Hä? Du hattest doch eine ganze Zeit lang keine. War der Erste, der eine hatte. Ach, stimmt, du hattest die 8. Nein. Die Fische? Das, ja, stimmt, hast recht. Frag, wenn du was wissen willst. Wann hast du die erstmalig was abgeworfen? Bis heute nicht. Ich glaube gar nicht. Ich wusste nicht, dass sie hier alle mitreden. Aber ich war Teilnehmer am zuverlässigsten. Am besten und dann zusammengearbeitet. Wer hat am besten zusammengearbeitet? Schwer. Fendung. Ich finde, dass Milo und Physik gut zusammen mit anderen Kontrahenten zusammengearbeitet haben. Aber ich gebe Milo den Platz. Mal ganz kurz fragen, hatte Tino überhaupt Tiere und Axel? Ja, doch. Ich hatte Schafe, Schweine, also ich hatte Schafe und Kühe. Nochmal an die Zuschauer. Ja, man kann mehrfach antworten, aber da bitte ich euch nur einmal zu antworten, so rum.
weil sonst hätte jeder sich mit der E-Mail-Adresse anmelden müssen und das wollten wir nicht. Also genau. Sollten ja fast alle Zuschauer durch sein, wenn nicht, dann sperrt das Dokument in einer Minute. Ja, ja, nee, es läuft noch. Okay. 3 Minuten haben sie noch Zeit und dann wird es dicht gemacht. So, also folgendes, und zwar, Milo auf den letzten Platz, weil ich finde, Milo hat mit außer Freezy niemanden zusammengearbeitet. Freezy? Welcher Teilnehmer hat am besten auf der Map gefahren? Ja, ganz klar Freezy. Mit allen zusammengearbeitet ist schwierig. Ich finde eigentlich, dass ich echt mit allen gut zusammen versucht habe, ein bisschen zusammenzuarbeiten. Schwierig. Ich sehe die zwei eigentlich auf derselben Position. Welcher Teilnehmer hat am besten mit dem anderen Dorfbewohnern den LU zusammengearbeitet? Ich glaube, ein Füßi hat mit jedem was zu tun gehabt, deswegen würde ich ihm die 1 da geben. Welcher Teilnehmer hat am besten mit den anderen Dorfbewohnern und dem LU zusammengearbeitet? Schwierig. Ich glaube, Exa hat sehr viel mit dem LU und den anderen Dorfbewohnern zu tun gehabt. Ich glaube, Milo und Füsi. So in der Sache würde ich das vielleicht machen. Welcher Teilnehmer hat seine Maschinen am effizientesten eingesetzt? Welcher Teilnehmer hat die Maschinen am effizientesten eingesetzt? Also auf jeden Fall, Exa, bin ich... Ja, doch, glaube ich, weil Excel hat echt viel gehabt und er hat sehr viel genutzt, aber so. Ich glaube, Milo hat halt nur das Gleiche gemacht. Ich glaube, der hatte nicht so eine Maschinenvielfalt. Ich glaube, Füsi aber auch nicht. Also wir haben ja angepflanzt, also nee, warte mal. Am effizientesten eingesetzt, nee, das ist gerade falsch, hat sie Milo. Weil Milo hat ja fast alles selber gemacht. Den LU am besten zusammengearbeitet, würde ich so machen. Weil Milo hat, glaube ich, sehr viel selber gemacht. Dadurch kriegt er hier Platz 3, weil er mit dem LU nicht so viel gearbeitet hat. Aber kriegt für mich hier Platz 1, weil er seine Maschine am effizientesten eingesetzt hat. Da muss ich es aber so machen. Ja. Welche Teilnehmer hat seine Produktion am besten genutzt? Boah, waren alle gut. Es ist so schwer. Es ist so schwer, weil da waren alle gut. In ihren Produktionen waren alle gut. Also Füsi muss man dazu sagen. Ich glaube, Exler hatte am Schluss auch mit... Es ist echt schwer, Alter. Wie viel? Oh, Alter. Welcher Teilnehmer war am zuverlässigsten? Excel war nicht zuverlässig. Ich habe mit Excel sehr viel zusammengearbeitet, aber ich glaube, Excel war nicht so zuverlässig. Der hat mich schon ein paar Mal versucht, übers Ohr zu hauen. Welcher Teilnehmer hat sich am besten um seine Tiere gekümmert? So. So? Vielleicht? Meint ihr, Milo hat sich am besten um die Tiere gekümmert? Echt? Okay. Welcher Teilnehmer? Ich weiß es halt. Das Problem ist, ja, also es ist ja meine, es ist ja meine Abstimmung, ne? Ich darf das jetzt nicht, was ihr da sagt, da reinschreiben, aber ich muss sagen, ich weiß halt manche Sachen auch einfach nicht. Welcher Teilnehmer hat am unfairsten gegenüber dem anderen agiert? Definitiv passt zu 100%. Welcher Teilnehmer hat
und seine Fahrzeuge am besten gepflegt. Rexa hat keine Fahrzeuge gepflegt, da bin ich mir sicher. Aber komm, ich mach so. Keine Ahnung. Ob man seine Fahrzeuge gepflegt hat, ich kann es nicht sagen. Welches Thema am besten? Ich habe ja wenigstens Kirche gehabt und mal gekirchert. Welches Thema hat man am besten auf der Map gefahren? Nee, ich mach das anders. Ich glaube, Füße hat seine Fahrzeuge gepflegt. Ich habe einen Fehler? Nö. Excel, seine Fahrzeuge waren immer spackendreckig, oder? Welcher Teil ist am besten auf der Map gefahren? Das fühlt sich auf jeden Fall auf Platz 3. So. Welcher Teilnehmer war am unfairsten anderen gegenüber? Ihr habt recht, na klar. Exe war am unfairsten. Milo. Ach so, dann muss ich ja sagen, ich war am unfairsten. Dann Exe. Naja, ich muss mir ja die schlechteste Bewertung geben wegen der Fairness. Milo war am fairsten. Genau, so. Leute, Leute, ja. Denkt ihr dran, dass welcher Teilnehmer war dem anderen am unfairsten? Ihr euch auf Platz 1 ansetzt? Haben wir. Okay. Ich hab's nicht, aber Dominik weiß Bescheid und achtet darauf. Ja. Okay. Also welcher Teilnehmer hat den schönsten Fuhrpark gehabt? Ich hab ein Fahrrad. Zu 100% Excel, finde ich. Ich finde, Excel hat einen sehr coolen Fuhrpark gehabt. Ich kenne Freezies nicht. Aber ich glaube, Milo war nicht so vielfältig, oder? Aber Milo hat sogar mit Förderband gearbeitet. Aber Physis Fuhrpark kenne ich auch null. Aber Milo hat auch einen Drescher, Physis nicht. Welcher Teilnehmer war insgesamt der fleißigste? Der. So. Okay. Ich bin einfach Binder, das. Ich bin durch. Ich bin durch. Boah. Dann fehlt nur noch der Excel eigentlich. Aber ich würde dann jetzt für die Zuschauer das erstmal sperren. Ja, bitte. Gut. Dann hätte ich jetzt gerne mal, also ich würde mich mal kurz 10 Minuten zurückziehen, das auswerten und melde mich dann wieder. Ich würde jetzt nicht auf die einzelnen Fragen eingehen, sondern ich habe bei den Fragen immer ausgewertet, wer bei den Fragen halt immer 1, 2, 3, 4 war und dann immer Punkte gegeben. Erster Platz 4 Punkte, dritte Platz vierte Platz 1 Punkt. Ich würde mal damit anfangen, wie haben sich die Mitspieler untereinander bewertet? Da steht auf Platz 1 der Manu mit 35 Punkten. Auf Platz 2 der Excel mit 33 Punkten. Auf Platz 3 der Tino mit 31 Punkten. Und auf Platz 4 der Freezy mit 29 Punkten. Also alles sehr eng. Sehr knapp, ja, muss man sagen. Heftig. Ey, ohne Witz. Heftig. Dann, wie hat das Team das bewertet? Da auch wieder an der Spitze Manu mit 42 Punkten. Excel auf Platz 2 mit 36 Punkten. Freezy auf Platz 3 mit 26 Punkten. Oh, ja, süß. Ohne Witz. Und Zilo hat ein bisschen abgeschissen mit nur 16 Punkten. Was? Ich glaube, wir haben bald eine Teamsitzung. Ja. Oh, danke, aber danke dafür, ey. Ohne Witz, Alter. Das ist aber hart. Loyalität zum Chef ist da. Du musst berücksichtigen, die 4 Minuspunkte für den Unfairsten. Ja.
Das war so eine versteckte Mitarbeiterbefragung, die ihr. Da gibt's doch mal Ärger nachher. So. Und wie haben die Zuschauer abgestimmt? Da dann auf Platz 1 der Tino mit 39 Punkten. Der Excel auf Platz 2 mit 35 Punkten. Der Manu auf Platz 3 mit 32 Punkten. Und da hat Freezy leider ein bisschen ins Gras gebissen mit 11 Punkten. Oh, was? Aber 16 Punkte aus dem Team, ey, ihr seid alle fällig. Ihr Schweine, ihr seid so unfair, das ist nicht in Worte zu fassen. Und ich habe so fair abgestimmt, ey, das gibt's ja wohl nicht. Du hast ja das Team nicht bewertet, wir haben dich ja gut bewertet. Ja. So, und dann kommen wir zur Gesamtwertung. Ich habe jetzt auch für alle Plätze dann wieder von 4 bis 1 Punkten vergeben. Kommen wir zu Platz 4. Hat leider der liebe Freezy inne. Mit insgesamt 7 Punkten. Also ist jetzt zusammengezählt aus Challenges, Zuschauer, Team und Kontrahenten. Also das ist jetzt die Gesamtwertung. Genau, das ist die Gesamtwertung. Ach, das ist jetzt schon das Ergebnis. Genau. Also muss ich Freezy die Haare wachsen. LOL! Ja, moin. Oh, ist das? Scheiße, Alter! Au! Au! Ja, scheiße, machen wir weiter. So, jetzt wird's sehr eng. Auf Platz 3 und damit die Bronzemedaille hat der liebe Axel mit 10 Punkten. Bravo! Ja, Glückwunsch. Aber ich glaube echt, Manu hat gewonnen. Das ist krass, weil mit dem Team und das andere die Bewertung. Uiuiui. Keine Ahnung. Auf Platz 2 und die Silbermedaille hat. Hab ich. So wie der mit 11 Punkten. Ja. Okay. Krass. Und damit Sieger mit 12 Punkten. Och, ist der ein Manu. Manu, jawohl. Ich wusste nicht mal, dass du an dem Projekt teilnimmst. Die wenigsten wissen das. Oh, meine, super. Das ist wirklich, also ich will nicht sagen überraschend. Nee, überraschend ist es nicht. Also Manu habe ich schon so auf Platz 2 eigentlich vermutet. Also relativ weit vorne. Aber was überraschend ist, Alter, 16 Punkte vom Team, wow. Oh, Tino. Das ist echt überraschend. Das macht mich sehr traurig. Ich hab vor allen Dingen so gut mit euch zusammengearbeitet, Alter. Oh Mann, ey. Na gut. Echt? Da jetzt sehe ich ja meine Ding-Cammes. So. Also ganz öffentlich. Nein, aber Glückwunsch. Aber ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Verdient auf jeden Fall. Definitiv. Dankeschön. Und war damit, muss man sagen, ein sehr schönes Projekt gewesen. Wie gesagt, es ging, was denn? Achso, ja. Ich hab keinen Bock mehr, die Beine zu wachsen. Also, nachdem du dir Bart blond gefärbt hast, darfst du jetzt die Beine wachsen. Eieieiei. Boah, ey. Der macht irgendwann nicht mehr mit, ey, sag ich euch. Oh, Scheiße. So. Aber in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr zugeschaut habt. Es war ein sehr schönes Projekt. Es ging ja echt über lange Zeit. Auch, dass ihr die anderen so supportet habt und alles und gegenseitig. Und ja, war echt toll. Dankeschön auch ans gesamte Team fürs Mitspielen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf das Nachfolgerprojekt. Und lasst gerne alle nochmal das Däumchen da. Ich bin dann erstmal raus. Ihr könnt ja gerne auch noch was sagen. Ja, dem Breezy, du wolltest gerade? Ja, also ich fand die Challenges diesmal mega geil und auch wirklich gut gemacht. Das stimmt, und nicht ja. Nicht immer dieses ständige, ja, wer am schnellsten hat gegruppert, Drehschimmel rückwärts. Das war richtig geil. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war mal mega. Wirklich geil. Da habt ihr echt geil gemacht. Ohne Scheiß. Props gehen raus an alle dafür. Ohne ja, Scheiß. Definitiv. Ja. Das war auch, ich habe es vorhin schon gesagt in der Aufnahme, wir haben schon so viele Challenges hinter uns im 17er, im 19er und die Jungs, die lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Heute auch wieder. Es war super geil, mit dem Team zusammen dieses Projekt zu gestalten. Danke an die Chiefs, dass wir dabei sein durften, Axel und ich. Also Axel bricht ja für sich gleich noch. Und es war mir eine Ehre. Ich nehme den Sieg gerne an und ja, Dankeschön. Vielen, vielen Dank für das tolle Projekt. Ja.
Dem Ganzen kann ich mich nur anschließen, wirklich auch an der Stelle für die ganze Arbeit, die so im Hintergrund auch immer läuft, an einem drum und dran, was ihr ja als Zuschauer da nicht unbedingt seht. Wirklich ans ganze Team, vielen, vielen Dank. Und unseren Chiefs, wie es der Milo so schön gerade genannt hat, wirklich auch von mir nochmal herzlichen Dank, dass wir da eure Gegner sein durften, mitmachen durften. War uns definitiv eine riesengroße Ehre. Und das muss ich jetzt noch loswerden. Tino, du hast ja meinen Jubel gehört. Nimm es nicht persönlich, aber ich habe es genossen, dich nicht auf Platz 1 zu sehen. In diesem Sinne waren das meine abschließenden Worte. Ja, nächstes Mal läuft es ja vielleicht wieder fair ab dann. aber ich glaube, du hast, ich glaube, dass du so verkackt hast, da leidest du mehr drunter. Nein, ganz und gar nicht. Ich habe vor uns auch. Nee, ich habe vor uns auch der Aufnahme gesagt, dass ich meinen Favoriten. Aber Leute, ich muss das Video noch hochladen, Alter. Wenn wir jetzt noch eine Stunde quatschen, dann weißt du wie, dann sind das ja 100 Gigabyte. Also die Folge ist, ja, gut. Was? Nee, alles gut. Frag ich dich gleich, wenn du Stopp gemacht hast. Okay, dann in diesem Sinne, Peace, Leute, und danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Ciao. Ciao.